الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wir haben das letzte Mal die Bedingungen von La ilaha illallah durchgenommen. Was waren denn nochmal die Bedingungen von La ilaha illallah? Ja. Gut, also dass man bezeugt, dass nur Allah das Recht besitzt, angebetet zu werden. Was sind noch Bedingungen von La ilaha illallah? Wir haben gesagt, es sind sieben, erst einmal. Ja. Also sieben Bedingungen. Welche waren das? Fangen wir mal beim ersten an. Ja? Wissen. Al-ilmu. Al-ilmu, also das Wissen. Weiter. Al-ikhlas, Aufrichtigkeit. Ja? Al-yaqin, also Gewissheit. Sidq, Wahrhaftigkeit. Ja? Liebe. Al-mahabba. Was noch? Inqiyad, also Befolgung, dass wir auch die Gebote Allahs befolgen. Und die Akzeptanz, Al-Qabul. Ilmun, Yaqinun, wa Ikhlasun, wa Sidquka ma'a mahabbatin, wa Inqiyadin, wa Al-Qabul ilaha, wa zida thaminuha al-kufranu minka bimasi, wa al-ilahu min al-asyai qad uliha. Das heißt, und man hat nochmal als achte Bedingung erwähnt, dass man alles leugnet, was außer Allah Azza wa Jal angebetet wird. Und alles, was außer Allah angebetet wird, nennt man Tahut. Kullu ma'ubida min dunillah nennt man eben Tahut. Das heißt, jemand, der angebetet wird und verehrt wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Voraussetzungen, wie haben die Gelehrten diese Voraussetzungen gefunden? Woher haben sie denn das, bitte? Und wie, bitteschön, steht in einer Ayah im Koran, die Bedingungen von La ilaha illallah sind 1, 2, 3, 4 und so weiter? Oder gibt es ein Hadith, in dem steht, die Bedingungen von La ilaha illallah sind 1, 2, 3, 4 und so weiter? Gibt es nicht, sondern aus verschiedenen Versen, also aus verschiedenen Ayat und aus verschiedenen Hadith, wenn du also den Koran komplett liest, und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann wirst du erkennen, wenn es um La ilaha illallah geht, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder Allah azza wa jal im Koran gesagt, wir sollen aufrichtig sein. Er hat gesagt, wir sollen es lieben. Er hat gesagt, wir sollen keine Zweifel daran haben. Also es soll Gewissheit herrschen und so weiter und so fort. Das heißt, diese Bedingungen von La ilaha illallah haben die Gelehrten gefunden, nicht weil es eine Ayah gibt, die das alles aufzählt oder einen Hadith, nein, sondern weil sie sich alle Ayat und alle Hadith angeschaut haben, sodass eben diese Bedingungen zusammenkamen. Kommen wir nun weiter zum nächsten Punkt. Und zwar Seite 84 sagt hier der Verfasser, Hafizahullah, die Anbetung, Ibadah, wird nur unter zwei Bedingungen angenommen. Also, wir haben gesagt, es gibt zwei Bedingungen. Das waren zum einen Al-Ikhlas und zum anderen Al-Mutaba'ah. Al-Ikhlas war die Aufrichtigkeit und der zweite Punkt Al-Mutaba'ah, das war die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann geht es hier weiter auf Seite 85, einige Arten der Anbetung. Dazu gehört die Anrufung Allahs auf zwei Arten. Die Anrufung Allahs bedeutet was auf Arabisch? Ad-Dua. Hier geht es um Ad-Dua.
auf zwei Arten, und zwar die Anrufung in Form der Anbetung, und das nennt man Dua ul-Ibadah, und die Anrufung in Form des Bittgebets, und das nennt man Dua al-Mas'ala. Was ist also jetzt der Unterschied zwischen Dua ul-Ibadah und Dua ul-Mas'ala? Die Anrufung in Form der Anbetung, Dua ul-Ibadah, und die Anrufung in Form des Bittgebets, Dua ul-Mas'ala. Salam. Dua ul-Mas'ala ist, dass du sagst, Ya Rahman, irhamni. Ya Ghafur, irfirli. Ya Rahim, a'inni. Ya Tawwab, tub alay. Und so weiter. Ya Razzaq, urzuqni. Das heißt, du benutzt hier die Namen Allahs, um Allah anzurufen, also um Allah zu bitten. Das nennt man wie Dua al-Mas'ala. Dua al-Mas'ala. Dua al-Ibadah bedeutet, dass du Allah anbetest, also dass du Allah folgst und dich unterwirfst, indem du diesen Namen oder die Bedeutung dieses Namens umsetzt. Das heißt, wenn Allah Ar-Rahman ist, wie sieht die Anbetung dann aus? Indem ich auch mit den Menschen barmherzig umgehe, mit den Menschen gnädig umgehe. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, seid gnädig und barmherzig mit denen, die auf der Erde sind, dann ist derjenige gnädig mit euch, der über dem Himmel ist. Das ist die Anbetung Allahs mit diesem Namen, dass ich das auch umsetze. Wenn ich an den Namen Ar-Razzaq glaube, dann bedeutet das, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Versorger ist. Also suche ich die Versorgung gemäß islamisch korrekter Mittel. Das ist die Anbetung Allahs mit diesem Namen. Das ist also der Unterschied. Letzteres bedeutet, also Dua al-Mas'ala hier, Allah um Gutes in dieser Welt und im Jenseits zu bitten, dass wir ihn bitten, dass wir Dua machen, Allah, also vergib unsere Sünden und lass uns ins Paradies eintreten und rette uns vor dem Höllenfeuer. Das sind alles Bittgebete und viele andere Bittgebete. Die Anrufung in Form der Anbetung ist jede Form der Annäherung zu Allah sichtbar oder verborgen. Wir hatten ja schon mal geredet, als wir die Ibadah definiert haben. Was war denn das nochmal, die Ibadah? Die Definition? Ja, dienen, und die Definition war, alle Aussagen und Taten, die Allah liebt, ob sie nun verborgen oder offenkundig sind. Die verborgenen Taten und Aussagen waren die Taten und Aussagen von was? Ja, im Herzen. Und die offenkundigen eben mit dem Körper. Dazu gehören, also jetzt kommen einige Ibadat, die Furcht, die Zuneigung, das Hoffen und Vertrauen oder auch sich ihm nach ihm, also Allah Azza wa Jalla, nach einer Sünde reuevoll zuzuwenden, At-Tawbah, die Zufluchtnahme, das nennt man Al-Isti'adha, bei ihm und der Hilferuf, Al-Istighatha, das Schlachtopfer und das Gelöbnis. Das sind alles Ibadat, die wir einzig und allein Allah gegenüber verrichten dürfen und keinem anderen. Das heißt, ich darf nicht einen anderen außer Allah um Hilfe bitten, und zwar um jene Hilfe, die nur von Allah Azza wa Jal verlangt werden kann. Die nur von Allah subhanahu wa ta'ala verlangt werden kann, wie zum Beispiel die Heilung. Kein Mensch kann heilen. Menschen können behandeln, Medikamente verschreiben. Aber kein Mensch kann heilen, sondern Allah Azza wa Jal sagte, وَإِذَا مَرِضْتُ, also über Ibrahim alayhi salatu wassalam, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, also und wenn ich krank bin, dann heilt er mich. Das heißt, ich darf nicht zu einem Menschen, ob lebendig oder schon verstorben, gehen und sagen, ich bitte dich, dass du mich heilst. Das ist verboten. Heißt das, wir dürfen nicht zu den Ärzten gehen? Doch, du darfst zu den Ärzten, sollst sogar zu den Ärzten gehen, aber du sagst denen, könntest du mich bitte behandeln und nicht heilen, weil der Heilungsprozess geschieht nur durch Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso ist es, dass man keinen Menschen oder keine Schöpfung bitten darf, zum Beispiel, dass die Sünden vergeben werden.
Nur Allah Azza wa Jal vergibt die Sünden. Dass keiner darf gebeten werden, außer Allah Tabaraka wa Ta'ala, dass er zum Beispiel einem eine Versorgung gibt. Ja, ob das nun eine Arbeit ist, ob das nun Kinder ist, ob sind als Versorgung oder ähnliches. Dies alles darf nur von Allah Subhanahu wa Ta'ala verlangt werden. Allah Azza wa Jal qal, sagte, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ und die Moscheen, beziehungsweise in einer anderen Übersetzung, die Teile, mit denen wir, die Körperteile, mit denen wir Sujud machen. Masajid ist entweder Plural von Moscheen, von Masjid oder Plural von Masjad. Also die Körperteile, mit denen wir Sujud machen, das war was? Stirn, Nase, Hände, Knie, und die Zehen, Füße. Also, Allah Azza wa Jal sagt, und die Masajid sind für Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, also du sollst keinen neben Allah anrufen. Also keinen neben Allah bitten und du sollst keinen neben Allah anbeten. Also, فَلَا تَدْعُوا Huna, also hier, Dua ul-Mas'alati und Dua ul-Ibad, auf zwei Arten. Denn wir haben gesagt, der Dua ist entweder Dua ul-Mas'ala, das Anrufen Allahs durch ein Bittgebet, Ya Rahman irhamni, oder das Anrufen Allahs durch eine Ibadah, durch eine Anbetung, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Also diese Ayah belegt wiederum, dass wir nur Allah anrufen dürfen und keinen anderen. Entsprechend der dabei verwendeten Teile des Körpers unterscheidet man, also bei der Ibadah, Anbetung des Herzens, Anbetung durch Worte und Anbetung durch die verschiedenen Teile des Körpers. Also man betet Allah entweder mit dem Herzen an oder mit der Zunge an, durch Aussagen, oder mit dem Körper durch Taten. Dazu gehören zu der Anbetung Allahs durch Worte gehören der Lobpreis und das Aussprechen der Worte La ilaha illallah zum Beispiel oder das Bitten um Vergebung, das Rezitieren des Koran, das Sprechen eines Bittgebets und so weiter. Das haben wir schon mal erwähnt, das sind Aussagen mit der Zunge. Das sind Aussagen mit der Zunge, genau. Anbetung des Herzens vorher. Dazu gehören Liebe und Furcht, Hoffen und Allah als Bevollmächtigten anzusehen, die Demut und die Ehrfurcht, das Vertrauen und anderes. Das waren also die Taten des Herzens. Und die Anbetung durch die verschiedenen Teile des Körpers, dazu gehören das Gebet, das Fasten, die Abgabe, also Zakat oder Sadaqa, die Pilgerfahrt, das freiwillige Spenden und Almosen. Der Prophet, alayhi salatu wassalam, und das Bekenntnis der Einheit Allahs. Der Prophet alayhi salatu wassalam hob die Bedeutung des Bekenntnisses zur Einzigkeit Allahs stets hervor und war auf das Äußerste bestrebt, dass dieses Bekenntnis innerhalb seiner Gemeinschaft unzweifelhaft verwirklicht wird, indem alle Wege und die zahlreichen Ursachen der Beigesellung zu Allah vermieden werden. Immer wieder verbot er, Allahs Segen und Friede auf ihm, Allah anderes beizugesellen, mahnte zur Wachsamkeit diesbezüglich und warnte davor. Er erbrachte den Beweis, beseitigte alle Zweifel und erklärte den Weg, indem er jede Art der Ruqya verbot, außer jener, die dem Gesetz des Islam entsprach. Und das bedeutet was? Was bedeutet Ruqya? Nein? Genau, also die Behandlung durch Koran und Sunna. Das heißt, es gibt nämlich zwei Arten der Ruqya. Es gibt zwei Arten der Ruqya. Ruqya bedeutet die Behandlung einer Person durch Koran und Sunna. Das heißt, durch Koran und Bittgebete und Gedenksprüche. Beziehungsweise durch Sachen wie zum Beispiel Olivenöl oder andere Substanzen, die der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam zur Behandlung benutzt hat. Hier gibt es zwei Arten. Eine erlaubte Ruqya und eine verbotene Ruqya.
Also eine islamisch konforme Ruqya und eine islamisch unkonforme oder nicht konforme Ruqya. Die islamisch konforme Ruqya hat folgende Voraussetzung. Und zwar muss sie belegbar sein durch Koran und Sunna. Jede Art der Ruqya, die nicht belegt ist durch Koran und Sunna, ist keine islamisch konforme Ruqya. Das heißt, wenn es Gedenksprüche gibt, die dem Islam widersprechen, das heißt, man bittet andere außer Allah oder man ruft andere außer Allah an, dann ist das keine islamisch konforme Ruqya. Wenn es Schriften sind, ja, die nicht arabisch ist oder sowas ähnliches, wie es viele Zauberer machen, ja, die haben dann irgendwelche Hieroglyphen, die da schreiben. Ja, und das ist natürlich keine islamische Ruqya. Und deswegen muss das jeder Muslim erkennen. Viele Leute, denen wird gesagt, ja, hör mal zu, da gibt es jemanden, der heilt sehr gut. Ja, mashallah, hat einen langen Bart und der heilt sehr gut. Und dann gehen doch tatsächlich die Leute zu ihm hin und dann bekommen sie irgendeine Schrift mit irgendwelchen Hieroglyphen und Schriften, die gemischt sind zwischen Arabisch und anderen Zeichen. Ja, da gibt es ein paar Aussagen aus dem Koran, aber viel mehr Sachen, die kein Mensch lesen kann. Dann denkt man, das ist erlaubt. Das ist Sihr, das ist Zauberei und das ist keine Ruqya. Das ist Zauberei und der Gang zu einem Zauberer ist im Islam verboten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer zu einem Zauberer geht und ihm glaubt, der hat also den Glauben verlassen. Derjenige ist kein Muslim mehr. Und das ist etwas Fatales. Und das Gleiche sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Wahrsager. Die Menschen, die etwas hervorsagen, ja, etwas, was in der Zukunft ist. Wenn man zu denen geht und man glaubt ihnen, ist man kein Muslim mehr. Das ist ein Grund für den Austritt aus dem Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Hier muss ich etwas erwähnen. Und zwar gibt es ja diese sogenannte Astrologie, ja. Und diese Astrologie widerspricht natürlich dem Islam hundertprozentig. Also da gibt es keinen Bereich, der mit dem Islam übereinstimmt. Und deswegen muss man davor warnen, denn viele Menschen, viele Muslime beschäftigen sich mit diesem Thema Astrologie. Diese Astrologie ist eine Art der Wahrsagerei. Das bedeutet, man will etwas hervorsagen, man will etwas, was in der Zukunft ist, schon jetzt den Menschen mitteilen. Und dazu gehören natürlich verschiedene Formen, auch natürlich, wie nennt man diese Horoskope, genau, diese Horoskope, ja, was hast du für ein Sternzeichen, barakallahu fik, ja, das ist etwas, was mit dem Islam nicht vereinbar ist. Jetzt gibt es zwei verschiedene Ebenen, barakallahu fik, und zwei verschiedene Punkte. Es gibt natürlich die Physik, ja, es gibt Sterne, Allah Azza wa Jal hat das erwähnt. Ja? Und er hat sogar beim Stern geschworen, Subhanahu wa Najmi. Und es gibt natürlich die Sonne und es gibt den Mond, und es gibt diese Planeten, die gibt es. Das ist Physik, das ist Naturwissenschaft. Wie weit ist die Sonne von der Erde entfernt? Und wie weit ist der Polarstern irgendwo entfernt? Und wie kann ich den Polarstern erkennen? Und welche Aspekte gibt es da? Wie wird ein Stern geboren? Und so weiter und so fort. Das ist Physik. Wie erkenne ich jetzt den Unterschied zwischen Physik, Astronomie und Astrologie, also Wahrsagerei und Horoskop? Die Physik sagt dir nichts vor in deinem Leben. Also, dass der Polarstern irgendwo ist, heißt nicht, dass du nächste Woche heiraten wirst. Ja?
Oder dass der große Bär und kleine Bär und wie sie heißen, diese Formationen der Sterne, dass du eine Formation der Sterne einen Namen gibst, kannst du gerne machen. Ob du es kleiner Bär oder Dracula nennst, das ist deine Sache. Aber sagt mir diese Formation etwas hervor? Nein. Dann sind wir in der Astrologie, dann sind wir im Schirk, dann sind wir in der Wahrsagerei, bei den Horoskopen. Aber wenn du sagst, guck mal, die 5 Sterne dort oder die 10 Sterne dort, diese Stellung, diese Position der Sterne haben die Physiker so und so genannt, bitteschön, das ist deine Sache. Ja? Um den Polarstern dann zu erkennen. Ja, die Ulama haben in den Fiqh-Büchern schon gesagt, bei der Gebetsrichtung, wenn es um die Gebetsrichtung geht, können wir die Gebetsrichtung erkennen? Eine Methode ist durch die Sterne. Eine Methode ist durch die Sterne, durch die Position der Sterne. Eine Methode ist durch die Winde, wenn du dich natürlich mit Winden auskennst und so weiter und so fort. Ja? Aber diese Stellung der Sterne sagt dir nicht hervor, ob du glücklich leben wirst oder unglücklich leben wirst. Und das ist der Riesenunterschied. Und deswegen gibt es Leute, die sagen, ja, Sekunde mal, Allah Azza wa Jal redet doch über die Sterne im Koran und der Sunna. Warum ist Astrologie verboten? Ja, Allah Azza wa Jal redet über die Sterne und dass die Sonne und der Mond vorhanden sind und so weiter und so fort. Physikalische Aspekte werden im Koran erwähnt. Aber sagt Allah, dass durch die Positionen dieser Sterne irgendetwas aus der Zukunft vorher gewusst werden kann? Natürlich nicht. Barakallahu fikum. Deswegen muss man hier darauf achten. Also, das sind zwei Aspekte, die den Tauhid widersprechen, die diesem Glaubensbekenntnis La ilaha illallah widersprechen. Einmal der Gang zu den Zauberern, man fühlt sich nicht gut oder man hat irgendeinen Anlass und dann geht man zu einem Zauberer. Natürlich weiß man, kein Wahrsager wird sagen, hör mal zu, bei mir gibt es Kufr und Schirk, ja, das biete ich zu einem niedrigsten Preis an, sondern der sagt, achi, Zikrullah mach ich und Koran und so weiter und so fort. Aber am Ende, wenn du dir das anschaust, was er drauf schreibt, dann siehst du, dass alles Schirk und Kufr und Hieroglyphen und so weiter, machen die Fragen nach, inshallah. Hieroglyphen, und deswegen muss man davor warnen und darauf achten, dass man nicht zu diesen Menschen hingeht. Dies sind zwei Sachen. Also, er sagte, er erbrachte den Beweis, beseitigte alle Zweifel und erklärte den Weg, indem er jede Art der Ruqya verbot. Also die erlaubte Ruqya war was? Nach Koran und Sunna. Die verbotene Ruqya ist etwas, das etwas enthält, was der Koran und Sunna widerlegt, wie Schirk und so weiter, Wahrsagerei und Zauberei. Außer jener Ruqya, die dem Gesetz des Islam entsprach und indem er Amulette und das Schlachten von Tieren im Namen eines anderen außer Allahs untersagt. Etwas, was im Islam auch verboten ist und was eine Art des Schirk darstellt, ist das Tragen von Amuletten. Da gibt es ja eine große Palette von Amuletten, ob man sie selbst trägt oder ob man sie an die Tür macht. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel das Hufeisen, ja, oder zum Beispiel dieses Auge, ja, oder diese Hand, die man da benutzt und so weiter und so fort. Und verschiedene Aspekte des Schirk. Und wer daran glaubt, dass dieses Auge tatsächlich in der Lage ist, von mir Böses abzuwenden, der hat Schirk begangen. Denn er glaubt, dass ein Geschöpf göttliche Macht besitzt. Dass ein Geschöpf in der Lage ist, das zu tun, was nur Allah Azza wa Jal eigentlich verrichten kann. Und das Gleiche, also das ist egal, ob man das jetzt in der Wohnung, an der Haustür, vor der Haustür, hinter der Haustür, als Kette, als Ring, als Schlüsselbund benutzt, ist egal wie. Oder zum Beispiel Pfeffer oder Salz und so weiter und so fort. Da gibt es ja auch viele, wenn man verreist, was nimmt man? Dann nimmt man ein Wasser und schmeißt es hinterher, damit dem auch ja nichts passiert. Ja? Das ist alles Aberglaube, was mit dem Islam überhaupt nichts zu tun hat. Ja? Oder Ähnliches. Ja? Davor muss man achten. Und da darf man nicht reinfallen in diese Tücken des Shaitan, weil das eben, möge Allah uns davor bewahren, zum Schirk
führt, noch einmal, wenn man tatsächlich daran glaubt, dass diese Amulette in der Lage sind, einem zu helfen oder das Schlechte abzuwenden. Das Gleiche gilt für das Schlachten der Tiere. Wir dürfen nur für Allah Azza wa Jalla schlachten und nicht für einen anderen. Es gibt Menschen, die sagen, ich schlachte im Namen des jenen oder des anderen, des einen oder des anderen. Und das ist natürlich verboten. Und diese Art des Fleisches darf man nicht essen. Ja, also was geschlachtet, geschächtet wurde für einen anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala, darf man nicht verzehren. Er verbot, die Gräber regelmäßig zu bestimmten Zeiten zu besuchen und mahnte, von diesen aufzubrechen, außer aus den überlieferten erlaubten Gründen. Das bedeutet, also das Besuchen der Gräber ist ja natürlich eine Sunna, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich verbot euch, die Gräber zu besuchen, so besucht sie. Inni kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, ala fazuruha. Aber das bedeutet, dass man nicht daraus ein Ritus macht, ein Ritual, dass man, wie es einige machen, dass man dort Leute anbetet oder um diese Gräber, auch diese Gräber umrundet, Tawaf macht, oder dass man ein Tier schlachtet bei diesen Gräbern. Das alles sind Aspekte des Schirk und Formen des Schirk. Weiterhin, ebenso untersagte er die ungesetzliche Form des Tawassul. Tawassul bedeutet, sich Allah anzunähern. Und hier gibt es, genauso wie bei der Ruqya, gab es zwei Arten, eine islamisch konforme und eine islamisch nicht konforme. So gibt es auch beim Tawassul eine islamisch richtige Art und eine islamisch nicht richtige Art, sondern eine Art des Schirk, möge Allah uns davor bewahren. At-Tawassul, wenn es denn islamisch konform ist, gibt es drei Formen. Welche, wer kennt diese Form? Das Tawassul nach Koran und Sunna. Erstens, At-Tawassul bi Asma'illahi wa Sifatihi. Also, At-Tawassul, sich Allah zu nähern, durch die Namen und Eigenschaften Allahs. Dass du sagst, Ya Rahman Irham. Das ist eine Art des Tawassul, denn du näherst dich Allah durch was? Durch seinen Namen. Und der Beleg dafür ist, dass Allah Azza wa Jalla sagt, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا. Und Allah gehören die schönsten Namen, so ruft ihn damit an. Also wir sollen Allah anrufen, also Dua machen mit diesem Namen. Die zweite Art des Tawassul, was erlaubt ist, ist At-Tawassul durch deine guten Taten. Dass du sagst, ja Allah, dadurch, dass ich dich anbete, bitte hilf mir. Dadurch, dass ich für dich faste, bitte hilf mir. Dadurch, dass ich gespendet habe, bitte versorge mich. Und so weiter und so fort. Dass du mit deinen guten Taten dich Allah näherst. Und der Beleg dafür ist die Geschichte der drei Personen, die auf der Reise waren und dann in eine Höhle gegangen sind und ein Fels die Höhle dann geschlossen hat. Und dann sagten sie, nur Allah subhanahu wa ta'ala kann uns hier retten. Also ruft ihn durch eure Taten an. Da sagte der Erste, oh Allah, ich war gut zu meinen Eltern. Also hat sich der Fels etwas bewegt. Der Zweite sagte, oh Allah, ich habe es unterlassen, Sinner zu machen. Ja? Da bewegte sich der Fels. Und der andere war vertrauensvoll. Da bewegte sich der Fels. Das war jetzt eine Zusammenfassung natürlich der ganzen Geschichte. Wichtig aus diesem Hadith ist was? Sie haben Allah angerufen durch ihre Taten. Sie sagten, oh Allah, wenn du weißt, dass diese Tat einzig und allein für dich ist, so hilf uns hier raus. Und dann hat sich dieser Fels bewegt. Das ist der Beleg dafür, dass du Allah anrufen darfst mit deinen Taten. Du sagst, ja Allah, ich, durch mein Fasten und durch mein Gebet und so weiter und so fort, bitte hilf mir oder versorge mich oder leite mich recht und so weiter und so fort. Die dritte Art des erlaubten Tawassul ist, dass du einen lebenden Menschen darum bittest, dass er für dich Dua macht. Einen lebenden Menschen, von dem du denkst, dass er gottesfürchtig ist, dass du ihm sagst, würdest du bitte Dua machen für mich?
Und der Beleg dafür ist, dass Umar ibn al-Khattab radiallahu anh sagte: O Allah, wir haben dich gebeten, also als es Dürre war, also eine Dürreperiode kam, und sie um Regen baten. Da hat Umar ibn al-Khattab radiallahu anh gesagt: O Allah, wir haben dich gebeten durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Regen kommen soll. Und damals war er Kalif, also war der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon tot. Und dann sagte Umar: Und nun bitten wir dich durch den Onkel des Propheten, also Al-Abbas, also durch sein Bittgebet. Und dann sagte Umar: Ja, Abbas, steh auf und mach Dua. Also hat er Dua gemacht, dass es regnen sollte, also hat es geregnet. Ja? Das ist ein Beleg, liebe Geschwister, für folgenden Punkt. Denn es gibt leider Menschen, die sagen, du darfst trotzdem Tawassul mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, durch den Propheten machen. Du darfst sagen, Ya Rasulallah, hilf mir. Oder Ya Rasulallah, irgendetwas. Oder du darfst sagen, Ya Allah, ich bitte dich mit dem Propheten. Oder durch den Propheten. Atawassalu bi nabiyika. Oder Ya Muhammad. Oder irgendetwas anderes. Wir fragen, wenn dies erlaubt wäre, wenn dies erlaubt wäre, würde der Umar radiallahu an, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt und er weiß, wer der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist, würde er Al-Abbas bevorzugen oder den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wer ist besser, Al-Abbas, Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Wer ist besser bei Allah? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, keine Frage. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu hat es unterlassen zu sagen, Ja Muhammad oder Ja Allah, ich bitte dich durch Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das hat er nicht getan. Und hat gesagt, Ja Allah, ich bitte dich durch Al-Abbas, durch den Dua des Onkels des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also kam Al-Abbas und hat Dua gemacht. Das ist ein Beleg dafür, für diejenigen, die einen Verstand besitzen, dass es nicht erlaubt ist, Allah anzubeten durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nach seinem Tod. Wir reden hier von dem Tawassul bin Nabi alaihi salatu wassalam nach seinem Tod. Zu seinen Lebzeiten kamen die natürlich die Menschen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und haben gesagt, bitte mach Dua für uns. Das ist ja klar. Aber wir reden hier nach dem Tod. Also, dieser dritte Punkt ist, dass man Tawassul macht durch den Dua eines lebenden Menschen. Dieser lebende Mensch muss natürlich ein Mensch sein, mit dem du kommunizierst. Denn es gibt Leute, die sagen, gibt sowas, nennt man Rabita, ja? Ich brauche gar nichts zu sagen. Ich muss es mir nur wünschen, zack, macht mein Scheich irgendwo 5000 Kilometer weit weg entfernt Dua für mich. Das ist natürlich auch eine Form, die mit dem Islam nicht vereinbar ist, sondern du musst schon in der Lage sein, mit diesem Scheich zu reden, ja, zu sagen, ja Scheich, Barakallahu fik, oder ja Insan, oh Mensch, würdest du bitte mal Dua für mich machen? Das sollte ein Muslim natürlich nicht, das sollte nicht an der Tagesordnung stehen, ja jeder, achi Dua für mich, achi Dua für mich, du auch Dua, nicht so, ja. Sondern wenn es sein sollte, dann sollte man sich schon die Menschen aussuchen, die bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala gottesfürchtig sind, bekannt sind dafür, dass sie sehr viele Gottesdienste verrichten, dass sie gottesfürchtig sind. Das sind die drei Möglichkeiten, drei möglichen Formen des Tawassul. Tawassul bil asma wa sifat, Tawassul, also mit Namen und Eigenschaften Allahs, Tawassul bil a'mal as-salihah, also Tawassul durch gute Taten und Tawassul durch einen lebenden Menschen, mit dem man auch kommuniziert, ich meine, mit dem man auch redet. Ja? Das ist die dritte Form des Tawassuls. Fehlt, also ist eine Form des Tawassuls nicht eine von diesen drei, dann ist sie nicht islamisch. Das heißt, wenn ich durch einen Verstorbenen Tawassul mache, dann ist das nicht islamisch. Wenn ich nicht durch die Namen Allahs, sondern die Namen eines anderen, ja, Tawassul macht, dann ist das nicht islamisch, sondern es muss eines dieser drei
Versionen sein. Diese sind belegt durch Koran und Sunna, dass es erlaubt ist. Alle anderen Formen sind Formen des falschen Tawassul, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Der Prophet alayhi salatu wassalam verbot die verschiedensten Formen der Beigesellung zu Allah, wie Hochmut, Heuchelei, Eitelkeit und anderes, um das Bekenntnis zur Einheit, Einzigkeit Allahs tabaraka wa ta'ala vor jeglichem Makel zu bewahren. So gründete er die Gemeinschaft der Muslime auf der wahren, verzeihenden Religion, die Tag und Nacht vorfährt und vor der sich niemand abkehrt, ohne unterzugehen. Das war also in Bezug auf Al-Tawhid al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya oder Tawhid al-Ibadah, also die Bestätigung der Einzigkeit Allahs tabaraka wa ta'ala in seinem Recht der Anbetung. Und danach geht es weiter, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, mit dem Glauben an die Namen und Eigenschaften Allahs. Möge Allah azza wa jal uns verhelfen, gemäß dem Wissen auch zu handeln und all unsere Sünden vergeben. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.